Absolute Haider, immer für dich da, heißt das neue Kabarett von Alfons Haider. Haider ist im digitalen Zeitalter angekommen, denn es ist wohl das erste Kabarett, bei dem sie ihr Smartphone nicht ausschalten dürfen. Das Brucker Publikum ist auch sofort dieser Aufforderung gefolgt und haben das gemacht, was man sehr häufig damit macht. Sie haben Alfons Haider digitalisiert. Steht jetzt der virtuelle oder echte Haider vor mir? Es gibt nur den echten Alfons Haider. Den virtuellen, den versuche ich zu verhindern, soweit es geht. Um was geht's in diesem Kabarett? Also es ist ein Kabarett der Verzweiflung, würde ich sagen. Alles, was die Menschen halt mit Handy und Computer nicht können und beherrschen, und ich bin einer der Besten davon, also ich bin derartig ein Undarm, was mit Handy und Computer zu tun hat, arbeiten wir hier auf in Freude und Spaß mit dem Publikum. Das erste Mal, dass im österreichischen Theater ein Protagonist sagt, bitte Handy heraus, machen Sie mit, schießen Sie mit, spielen Sie mit. Es macht den Leuten Spaß, aber auch, glaube ich, eine sehr große Tiefe, dass die Leute euch etwas mit nach Hause nehmen. Alfons Haider. Was schickt mein Leberts Handy um nach Washington DC? Hör mich, 1000 Schüsse Album Kaider. Das war nicht lustig. Es ist mein 19. mittlerweile und die Kritiker und auch das Publikum sagt, dass es das Erwachsenste geworden ist. Also das ist schon schön, wenn man wirklich 2 Jahrzehnte braucht, bis man von den Leuten dann das okay kriegt, jetzt sind sie wirklich erwachsen. Wenn man vorstellt, dass ich 56 bin und jetzt endlich erwachsen wäre, dann habe ich die Hoffnung, dass ich noch einmal 56 erlebe und dann weit über 100 alt werde, dann kann ich alt sein. Jetzt ist es noch erschreckend.